Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Lonely, ein Spiel von Omega Creator. In der letzten Episode haben wir mit Creeper Darkus gesprochen, welcher uns sagte, dass wir hier wohl durch wollen, durch diese Tür. Doch die Tür können wir nicht öffnen, denn alles ist kaputt und vielleicht lässt sie sich öffnen, wenn wir denn den Schraubenzieher benutzen, der irgendwie im linken Teil des langen Raums ist, wo wir gerade waren. Momentchen mal. Holzbrett. Wie lang ist denn unser Holzbrett, um irgendwo rüberzukommen? Weil wir wollen ja zu dem Schraubenschlüssel. Schraubenzieher. Schraube, was auch immer. Wo lässt sich das einsetzen? Also ich schätze mal, dass irgendwo ein Ausrufezeichen und dann sind wir schlauer. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach links. Und ich folge jetzt einfach mal, ich sag mal, dem Schlauchweg. Denn sehr viel anderes bleibt jetzt uns auch nicht. So, hier waren wir auch schon mal. Hier brauchen wir wieder ein Kartenlesegerät. Beziehungsweise wir haben schon ein Kartenlesegerät. Das ist gut, das ist schon mal die erste halbe Miete. Die erste halbe Miete. Wir brauchen halt nur noch eine Karte. Das heißt, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Gibt's hier vielleicht noch einen anderen Eingang? Oder eine Tür? Irgendwas? Nee. Ja gut, dann immer nach links, immer nach links. Denn was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Da geht's durch. Das ist super. Der Raum ist ja auch verschlossen, nicht wahr? Da kommen wir auch mit dem nassen BH nicht rein. Umkleideraumschlüssel ist komplett falsch, weil es ist ja gar kein Umkleideraum. Kupferschlüssel ist auch falsch. Wahrscheinlich brauchen wir da schlichtweg den Büroschlüssel oder wie auch immer der heißen wird. So, korrekt konkret könnte dieser Weg hier sein. Die Gittertür scheint zu klemmen. Das ist doch kein Hindernis. Möglicherweise kann man die Tür nur von der anderen Seite öffnen. Moment. Holzbrett. Es klemmt. Schließen wir es auf. Nee, das ergibt natürlich auch keinen Sinn. Welcher Weg könnte denn dann der korrekte sein? Oh. Verdammt, der Weg über das Abwasser wurde zerstört und so wie es aussieht, werde ich den Sprung darüber nicht schaffen. Ich muss einen anderen Weg finden. Das ist so nicht ganz korrekt. Hatte das jetzt nur angesprochen, weil ich quasi versehentlich die ganze Zeit Enter drückte? Oder hat er das jetzt automatisch gesagt? Das Ausrufezeichen sieht man jetzt nicht so gut. Nehmen wir mal das Holzbrett. Dann wollen wir mal sehen. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Außer er hat es automatisch gesagt, wenn wir darüber gegangen. Also wenn wir den Weg da oben. Als wir den Weg da oben gegangen sind. Wenn ja, gut. Alles andere. Meh. Ja gut, jetzt kommen wir ja weiter, das ist eine prima Sache. Ich freue mich. Moment, da ist ein Glas. Ein leeres Glas. Hier unten sind nicht nur Kanalarbeiter. Der ganze Müll lässt vermuten, dass hier auch Obdachlose leben. Doch wo sind die alle hin? Ja gut, den Obdachlosen wollen wir ja nicht ihre leeren Gläser klauen. Noch eine Toilette. Toiletten sind in Gruselspielen nie gruselig. Genau das meine ich. Warum sind das immer die Toiletten? Dieses Ding ist voller krustiger gelber Flecken. Wie lange wurde hier schon nicht mehr sauber gemacht? Leck mal dran, es könnte Zitrone sein. Hallo? Ist das die Putze? Die Tür scheint verschlossen zu sein. Scheint immer noch verschlossen zu sein. Ausgelaufene Badreiniger und Chemikalien? Chemikalien? Das Papier ist von der Feuchtigkeit aufgeweicht. Nichts Interessantes. Dann hatte die Toilette jetzt auch keinen großartigen Mehrwert. Oh. So viele Wege. Stirbkiste? Das hätte man sich denken können, denn man hätte auch an der Kiste vorbeilaufen können. Ah, Rust in Pieces. Jetzt sind wir endlich hier. Komm zumindest an. Das Gegengift. Yippie. Wir kommen ja richtig vorwärts hier. Mehr oder weniger. Locker Room. Das ist ganz locker ein Raum. Umkleideraumschlüssel. Wir sind richtig, wir sind richtig. Ich kann Englisch.
Und ich will wieder gehen. Ah, ein Vollheil-Safe-Buch. Kommt jetzt ein Boss? Hallo, ist hier jemand? Ich habe die Tür geöffnet. Ich gehe wieder. Oh. Hallo, ich will nicht stören, aber können Sie ein bisschen leiser machen? Das ist ja... Henry hatte Zweifel. Michael war unachtsam. Claire verhielt sich dreist. John fühlte sich einsam. Klingt nach einem Rätsel. Henry... Michael, Clive und John. Und ich habe den Eindruck, ich sollte mir das notieren oder er kann sich diesen Notizzettel mitnehmen. Ich gehe erstmal auf Weiter. Sind das etwa die Namen der Kanalarbeiter? Mein Vater steht ebenfalls darauf. Ich verstehe es nicht ganz, aber dieser Zettel könnte durchaus noch nützlich sein. Empfindungen. Kann ich das jetzt nochmal lesen? Moment. Wie? Empfindungen. Ja, das geht super, muss ich gar nichts notieren. Diese komischen Schatten, das sind glaube ich die Lightmaps. Sinnlos, hier tut sich nichts. An dem Spind hängt ein zerfleddertes Foto, auf welchem 5 Personen abgebildet sind. Das kommt mir bekannt vor. Die Slenderman-Familie, sie ist wieder zurück. Das ist meine Familie. Ich erkenne sie an den Augen. Jetzt erinnere ich mich daran, dieses Foto hat mein Dad immer bei sich gehabt. Es sieht ziemlich mitgenommen aus. Etliche Gebrauchsspuren wie Risse und Kratzer lassen Details des einst heiteren Familienbildes verblassen. Schade, ich hasse Heiterkeit. Dad, er rackert sich hier unten ab, um uns zu ernähren. Wenn er nicht tot wäre! Er liebt seine Familie und er möchte, dass es uns gut geht. Ich habe es damals nie wirklich geschätzt. Seine Hilfe, seine Ratschläge nahm ich mir nie wirklich zu Herzen. Was bin ich nur für ein Sohn? Ich habe diese Familie gar nicht verdient. Diese Horrorwelt öffnet wirklich seine Gefühle, ne? Sehr nah am Wasser gebaut. Endlich bist du da, Vater! Kannst du den Korb zur Seite stellen, damit ich meine Quest fortsetzen kann? Puh, was für ein stressiger Tag heute. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich es auf der Arbeit nur noch mit Amateuren zu tun habe. Hä? Was sind das für Sachen? Das sind Kates Sachen. Mit Idioten-Apostroph. Oh, Tim, ich habe dich gar nicht bemerkt. Ja, das bekomme ich öfter zu hören. Hast du was? Ist alles in Ordnung bei dir? Ist nichts. Das glaube ich dir nicht. Los, spuck's aus. Was ist los mit dir? Kate hat vorhin angerufen. Sie möchte, dass ich nach Richmond zu ihr komme. Das ist wohl seine Ex. Und was ist das Problem? Es nervt einfach. Es nervt, dass ich mich immer für sie verbiegen muss. Warum besucht sie mich nicht einfach, wenn sie mich sehen will? Ständig dieses Hin- und Hergefahren zwischen Rouen und Richmond. Ich habe es langsam satt, immer das Geld für sie aus dem Fenster rauszuwerfen. Sie war in dem einen Jahr, seit wir zusammen sind, nur ein einziges Mal bei mir zu Besuch. Wann tut sie mal etwas für diese Beziehung? Vielleicht hat sie ja versucht, zu dir zu kommen, so mit dem Bus, ne? Sagt sie dem Busfahrer, hallo, ich würde gerne nach Rouen. Und der Busfahrer dann so, nach wo? Nach Rouen. Keine Ahnung, was sie meint. Bitte steigen Sie aus. Sie schafft es einfach nicht zu dir. Hast du mal mit ihr darüber gesprochen? Weiß Kate davon, dass du so denkst? Nein, ich habe ihr davon noch nichts erzählt. Sie weiß gar nichts. Wie lange geht das schon so, dass du so denkst? So lange, ich konnte es einfach nicht sagen. Innerlich brodelte ich, während wir zusammen waren und etwas unternommen hatten. Ich machte einfach gute Miene zum bösen Spiel. Liebst du Kate überhaupt? Ich weiß es nicht. Warum seid ihr dann zusammen? Wieso hast du mit ihr die letzten Monate deine Zeit verbracht? Ich kann es nicht sagen, Dad. Es ist wie so, als ob sie mein Love Interest ist. Ich kann nichts dafür, das ist der Plot. Und sie hat von all dem nichts gemerkt? Nein. Du solltest ihr gegenüber aufrichtig sein. Sag ihr die Wahrheit, bevor du es noch schlimmer machst. Sie denkt, dass sie eine glückliche Beziehung führt, aber du quälst dich nur, wenn du ihretwillen die Gefälligkeiten tust, die eine Beziehung verlangen. Ja, du hast recht. Ich würde nicht vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Schließlich bist du immer ein Erwachsener und musst dich schlussendlich selbst entscheiden. Und je nachdem, wie deine Entscheidung gefallen ist, musst du auch mit den Konsequenzen leben. Ich stimme hier dem Vater übrigens in sämtlichen Belangen zu. Das, was er vorhin sagte und das, was er jetzt sagt. Denkst du kriegst das hin? Mir bleibt ja keine andere Wahl, nicht? Ich weiß, dass du in der letzten Zeit viel durchgemacht hast. Nach einem Abstieg ins dunkle Tal,
geht's wieder bergauf. Es dunkelt total, ich verstehe, Dad. Hä? Verstehe ich nicht, was? Das Leben ist schwer. Glaub einfach an dich und sei ehrlich zu dir selbst. Stell dir einfach die Fragen, was will ich, was möchte ich in Zukunft erreichen? Wenn du das weißt, dann ist der Weg klar. Naja, Dad, jetzt kann ich nachvollziehen, warum du diesen Job dort unten machst. Ich verstehe es so langsam. Das tiefe Tal da unten in der Kanalisation. Hä, verstehe ich nicht. Nach einem Abstieg ins dunkle Tal geht es wieder bergauf. Doch was ist, wenn man bei diesem Aufstieg abrutscht und immer wieder runterfällt? Brauchst du bessere Ausrüstung und vor allen Dingen eine Ausbildung im Bergsteigen. Du brauchst Erfahrung. Egal was man tut, um wieder hochzukommen, es wird stetig schlimmer und schlimmer. So wie jetzt. Ein Albtraum ohne Erwachen. Eine Hölle ohne Wiederkehr. Mein Vater hatte damals recht. Man muss sich sein Problem sowie Ängsten stellen. Egal welche Konsequenzen dabei entstehen, man muss sie ertragen und daraus wachsen. Das ist das Leben. Was soweit stimmt. Ob es einen Ausweg aus diesem Horror gibt, mag ich zwar zu bezweifeln, doch ich glaube daran, sicher und Teil von hier zu entkommen. Wenn ich mir dieses Foto von unserer Familie ansehe, dann keimt doch noch ein winziger Funken Hoffnung in mir auf. Ich sollte es mitnehmen. Es wird mich daran erinnern, was für eine tolle Familie ich habe. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End. Kündigungsschreiben. Mitarbeiter Michael Warren Spencer. Huh, nicht mein Vater. Er hat noch einen Job. Gut, wenn er nicht tot wäre. Sehr geehrter Mr. West, durch die jüngsten Ereignisse in unserem Tätigkeitsbereich und dem Fehlverhalten meinerseits in dieser gefährlichen Situation, sehe ich mich gezwungen, mit diesem Schreiben meine Kündigung einzureichen. Unzählige Worte der Entschuldigung können meine Tat nicht wieder gut machen. So schreiben Kanalmitarbeiter. Die zermürbenden Schuldgefühle sind das Einzige, was bleibt, um zu wissen, was ich getan habe. Hindert mich daran... Was nochmal? Die zermürbenden Schuldgefühle sind das Einzige, was bleibt. Und zu wissen, was ich getan habe, hindert mich daran, einer normalen Arbeit hier unten nachzugehen. Hätte vielleicht ein Punkt nicht geschadet irgendwo. Ich kann meinen Kollegen nach all dem nicht mehr in die Augen blicken. Ich hoffe, Sie können das verstehen. Hochachtungsvoll, M.W. Spencer. Merkwürdig. Warum wurde das Geburtsdatum unterstrichen? Ich nehme diesen Zettel lieber mal mit. Mich verwundert eher, warum Kanalarbeiter alle so gebildet sind. Die Spinntür scheint zu klemmen. Ich würde jetzt gerne nochmal speichern, aber ich glaube, das Buch ist, yep, verschwunden. Denn ich meine ja nur, hier könnte was sein. Was Böses. Auf der Tafel stehen einige interessante Dinge. Neben der Personaleinsatzplanung steht dort, dass mein Vater seine führende Position für diesen Sektor für eine unbestimmte Zeit an den Mitarbeiter John Stratford abgeben musste. Das ist ein langer Satz. Er scheint quasi die Vertretung für ihn zu sein, solange Dad nicht zur Verfügung steht. Ich frage mich, warum dieser Wechsel stattgefunden hat. John hat dies nicht erwähnt, als wir uns über den Weg gelaufen sind. Oh, und dort am Freitag steht Buchbesprechung. Des Weiteren steht hier, dass ein gewisser Michael Spencer bald entlassen wird. Eine Abschiedsfeier soll in naher Zukunft für ihn stattfinden, so mit Krawatte und allem drum und dran. Und einer Buchbesprechung. Stimmt, Dad hat dies einmal erwähnt. Aber warum ist das so wichtig? Wir werden sehen. Jetzt erkenne ich, dass da was ist. Ich sehe es, aber es hat keine Silhouette. Das ist eine gute Art von Geist. Also rein darstellungsmäßig, ob der wirklich moralisch gut ist, das weiß ich nicht. An den Borsten der Besen kleben unzählige schwarze Haare. Mutter, ich sag, es ist die Mutter. Die Spinntür scheint zu klemmen. Ich will gern speichern. Man kann auch so hinter Glas laufen, super. Ja gut, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja, so, Gegengift. Es geht uns sehr gut. Das ist alles prima hier. Nein! Nicht schon wieder. Das passiert also, wenn man kündigt. Ich glaube kaum, dass das alles hier Einbildungen sind. Hier unten ist etwas Schreckliches passiert. Unser Albtraum geht immer noch weiter. Johnny ist der Einzige, den ich noch lebend gesehen habe. Er muss wissen, was hier geschehen ist. Ich hoffe, dass er noch wohlauf ist, sodass ich ihn über all das befragen kann. Trotzdem ist es merkwürdig, dass er nicht ein Wort darüber erzählt hat, als wir uns begegnet sind. Vielleicht ist das ja wieder eine tote Ratte. Und selbst seine Arbeit ging er problemlos nach, als ob nie etwas passiert wäre. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was echt oder unecht ist. Archivschlüssel bei!
Tschüss! Oi. Gut, es kann uns nicht durch Türen folgen. Außer teleportiert sich, so wie im vorherigen Raum. Warum konnte mich das angreifen? Dreamland R? Dreamland-Kampfsystem, meine ich? Dreamland R hat ja nicht so ein furchtbares Kampfsystem. So, der Geist ist weg. Ja, so ein Glück. Und der Vollidiot kehrt immer wieder zum Ort des Grusels zurück. Die Seife macht bestimmt keinen mehr sauber. Hätte noch sein können, dass hier irgendwas ist. Dieser Körper wurde aufs Übelste zugerichtet. Die Hand dieses Mannes wurde regelrecht von seinem Arm gerissen mit einem stumpfen Gegenstand. Ich würde sagen, Selbstmord. Selbstmord. Tunguska, Tod der Zeit. Ja gut, dann haben wir ja... Was haben wir überhaupt bekommen? Haben wir hier irgendwas erreicht? Achso, ja stimmt, wir haben einen Schlüssel gefunden. Der Archivschlüssel. Damit können wir jetzt, glaube ich, ins Büro unseres Vaters. Der hat aber viele Söhne und Töchter, ne? Unser Vater. Ja gut, der Weg ist jetzt nicht so schwierig. Außerdem gibt es ja hier noch weitere Türen. Ach komm, die sehen wir uns jetzt auch noch an. Oh, Moment. Aha, es geht hier weiter. Achso, weil wir hier schon mal waren. Ja, gut, dann. Links war ja noch eine Tür. Irgendwo. Und immer schön vom Wasser fernhalten. Hier. Ah. Wo, Johnny, wo sind Sie? Den Schraubenzieher, Dreher. Der hat ja so viele verschiedene Namen, aber jeweils nur ein Name ist richtig, hä? Den hätte ich schon fast vergessen. Ich verstehe das nicht. Wo könnte er nur schon wieder stecken? Warum sollte er sich hier immer in dieser kleinen Ecke aufhalten? Schraubenzieher und ein Ruheraumschlüssel. Oh. Die Optionen öffnen sich. Moment. Können wir mit diesem Schlüssel jetzt auch diese Tür öffnen? So, die Tür ist jetzt offen. Oder der Schlüssel steckte bereits im Schloss. Oder was auch immer. Ja gut, dann würde ich sagen, die nächste spannende Stelle... Nämlich das Gespräch mit der Tür und vor allen Dingen, wie die junge Dame aussieht, mit der wir durch die Tür sprachen. Falls sie wirklich existiert, sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, schaut in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer... BAP!